Guten Morgen. Es ist mal wieder Zeit zum Jungeln. Heute mal als Olaf und mal sehen, ob uns das gelingt. Dum, dum, dum. Na komm, nehmen wir den Spell als ersten. The might of Lochfar approaches. Oh, man nette Gegenspieler. Die haben viel Spaß wünschen. Aber wollen wir sehen, was daraus wird. Dum, 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 dum. Also ich sag mal, beim Jungeln darauf zu warten, bis die Minions da sind, beziehungsweise die Monster, ist echt nervig. Und dauert mir für meinen Geschmack bis 1,55 viel zu lange. Aber naja, was soll man machen? Ist halt leider so. Minions have spawned. Dum, 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 dum. Na komm schon. Jetzt müsst ihr euch bereithalten. Das Problem ist natürlich, wir haben hier ein Team, was eigentlich recht gut aussieht. Oder mal recht gut bestückt, das will ich mal behaupten. Problem ist aber, ich habe im gegnerischen Team einen Jungler-Tünder mir. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie lustig das ist, gegen einen Tryndamere zu spielen. Gerade im Jungle, weil er sehr viel schneller ist, weil er natürlich kein Mana braucht. Und dann will ich mal sehen, ob da was zu reißen ist. Wobei ich sagen muss, mit Olaf zu jungeln geht eigentlich recht gut. Ja lol. Ist ja mal geil, die hat rote Kugeln. Ah, entsprechende Teamfarbe also. So, den haben wir auch gekillt. Tja, Saint. Was wohl oben ziemliche Probleme, so wie das aussieht. Also eine Diana ist ja so schon relativ stark, aber ein Saint im Low-Level-Bereich ist schon echt tricky. Lol. Witzigerweise habe ich noch keine Tränke bis jetzt benutzen müssen. Normalerweise habe ich schon fast alle aufgebraucht. Ja, nicht jetzt. Erst muss ich noch Rot holen. Ja, ich habe es gelesen. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich es hinkriege, gescheit zu ganken. Ich würde mal behaupten, nein. Aber man weiß ja nie. So, da bin ich. Ja, First Blood wäre richtig nice. Und weg mit dir. Wunderbar. Das gefällt mir doch mal. Da habe ich natürlich jetzt einen ziemlich frühen Boost, der mir natürlich helfen soll, gegen Tünde mir zu bestehen. Aber das ist erst der Anfang, von daher will ich jetzt noch nichts loben. Aber meistens dann geht's schief. Okay, Botlane zackt gerade richtig ab. Oh, Ranger und Nerven sind natürlich richtig scheiß Gegner. Okay. Die gegnerische Syndra ist ziemlich aufdringlich, muss ich sagen. Okay. Scheiße, Mann. Das ist gerade echt tricky hier. Schwenken, mischen. Mischen, schwenken. Tja.
Ich meine, das sieht ja in der Theorie relativ nice aus. Aber... Ja, toll, hier sind schon viel zu viele. Wie will man da überhaupt was kaputt kriegen? Sind das drei? Vier Gegner? Alter Schwede. Geht ja mal gar nicht klar. Einfach meine Axt und zurückziehen. Ist, glaube ich, das Vernünftigste, was man machen kann. Und dann gucken, dass ich ein wenig weiterfahre. Ach, hier ist ja schon wieder was. Tja, dann musst du den neuen Champion nicht kaufen. Wenn du ihn nicht magst. Ach egal, da schreibe ich jetzt gar nicht zu. Habe ich jetzt gar nicht Bock zu. Da überhaupt was zu sagen. Hey! Wow! Die Sona kann was, so wie es aussieht. Ich gucke einfach nur, dass ich fleißig weiterschwange. Aber es sieht so aus, als wäre mein Jungle eher clean, wie ich hier einen neuen Respawner kriege. Ach egal, dann gehe ich jetzt erstmal in die Base. Dum, 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 dum. Ja, ja, Olaf, Gank auch mal. Schön. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Na, ich war nur im Jungle? Ah, okay. Ist ja mal interessant. Ach je, immer die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Aber egal. Ich lebe noch. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. So. Mal sehen, ob sie so mutig sind zu pushen. Und jetzt geht's drauf hier. Schade eigentlich. Da habe ich jetzt meinen Q... Nein, mein W ist das. Zu spät eingesetzt. Aber die haben wir auch definitiv gepennt, will ich mal behaupten. Aber naja, kann eben mal passieren, von daher. Problem ist nur, ich habe jetzt mein Blau verloren, das heißt, der Jungle geht wieder sehr viel schlechter. Gegnerische Twinde mir wird noch als Level 4 gewertet. Das heißt, den hat seitdem auch keiner mehr gesehen. Der wird wahrscheinlich auch schon viel stärker sein. Wow. Es ist top. Herzlichen Glückwunsch. So, einmal präsent gezeigt. Schwenken, mischen, mischen, schwenken. Er ist natürlich nice, sich da reinzustellen. Ich glaube, das ist schon wieder mal falsch geschrieben. Aber das wäre nicht das erste Mal. Oh mein Gott. Ja, wunderbar. Ein Kill. Problem ist, ich komme da jetzt nicht so schnell ran. Ja, okay. Das hat scheinbar gereicht. Um zumindest Sein zu sichern. Komm schon, Mädel. Tja. Naja, es hat jedenfalls funktioniert.
Ja, natürlich kennen, jetzt stirbst du auch noch. Oh mein Gott. Das ist das größte Problem, was ich in einem LoL-Spiel sehe. Einfach die Tatsache, einen verfolgen, ihn noch killen wollen und bei dem Mate, der da hinterherläuft, gekillt werden. Größte sinnfreie Zeug, was man je machen kann, eigentlich finde ich, aber naja. Wie man sieht, es ist still lebendig und eigentlich ja, in jedem Spiel vorhanden. Ja, aber so wie es aussieht, unsere Syndra scheint wirklich schlecht zu sein. Ich meine, sie hat gesagt, dass sie den Champ hasst. Ich hatte mich erst dazu gefragt, ob sie als Gegner meint. Oder generell als Champ. Tja, toll. Ich kill dich. Auch wenn du hier jetzt ankommst. Ja, wunderbar. Oh, meine Fresse, wenn ich sowas hier schon wieder sehe, nervt mich das. Ja, komm schon, wirf ihn nochmal zurück. Einmal noch. Bäm, meiner. Wenn du es so wollt, kriegt es so. Oh, scheiße, Mann, das war definitiv zu knapp. In Ignite wäre jetzt wahrscheinlich nice gewesen. Wäre ich dem vielleicht noch lebenden kommen, aber noch vielleicht. Egal. Beim 5-2er Game als Jungler kann ich mich bis jetzt nicht beschweren, würde ich einfach mal so behaupten. Ja, jetzt push den Mid Tower mal richtig down und dann rockt das Spiel. Ja, sofern natürlich irgendeiner dafür sorgen kann, dass die gegnerische Syndra zurückgeworfen wird. Also ich muss ja sagen, der neue Champ sieht schon sehr interessant aus, auch wenn ich ihn jetzt leider nicht wählen konnte, weil das war eigentlich mein Ziel gewesen. Aber er ist auf jeden Fall nochmal einen Blick wert, praktisch. Ja, Kennen, geh back da. Es sei denn, du willst von Tryndamere gekillt werden. Nein, mein Blau ist nicht da. Das habe ich. Ja, jetzt sind wir, jetzt mach bloß keine Scheiße da. Da bin ich beim besten Willen so schnell nicht oben. Tja, aber die Toplane ist eigentlich auch die ganze Zeit AFK, beziehungsweise nicht sichtbar, so wie jetzt. Wollen wir sehen, ob wir da was reißen können. Na komm, jetzt nimm sie mit. Na komm, Einwurf, Einwurf. Meine Güte. Komm schon, du stirbst. Oh, meine Fresse. Bäm, weg mit dir. So gefällt mir das. Also Olaf könnte ein Champ werden, der mir auf Dauer wirklich gut gefällt. Ich brauche nur definitiv mehr Übung. Und ich sage euch eins, Leute, ich weiß nicht, ob es hier zeitweilig rascheln hört, aber für den Fall, ja,
dass ihr irgendwo mal eine Pfandflasche habt, die leer ist, schmeißt sie besser direkt irgendwo in eure Pfandflaschensammlung, ja, die ihr dann zum Supermarkt bringt, weil wenn ihr sie plötzlicherweise irgendwie auf den Boden fallen lassen habt während des Spielens und die dann praktischerweise unterm Stuhl, Sessel, wie auch immer sitzt, dann ist das schon echt ätzend. Schade eigentlich. Ich habe ihn nicht mehr killen können. Ja, Sindwa. Toll, toll, toll. Oh, die Midlane, also ich weiß nicht. Das ist hier so Kategorie Suizid. Also es geht mir echt auf den Keks. Tja, scheinbar klappt das jetzt auch mit dem Summoner Spells wieder. Ich bin sehr erstaunt. Wo auch immer das Problem gelegen hat. Aber mit dem Patch scheint es wohl bereinigt worden zu sein. Oh, Wavenbot. Ja, natürlich, greif alleine an. Also natürlich das Allergeilste. Also so manche Leute verstehe ich wirklich nicht. Ah, was bauen wir denn jetzt mal? Ja komm, dann kill sie jetzt auch. Dum, 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 dum. Komm, dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Ja. Und dann wirst du mal wieder von Diana gekillt, die hier frei durch die Gegend roamen kann. Da gibt es praktischerweise keine Gesetze, dass Sein irgendwie was sagt oder irgendwie seine Läden hält. Ist recht witzig. Aber natürlich schlecht fürs Game. Naja, egal. Aber solange ich hier die ganzen Minions farmen kann, bin ich auch in gewisser Weise zufrieden. Dumm, die dumm, dumm, die dumm. Tja, was tun? Da sind zwei Stück. Hm. Aber ich vermute, dass da noch wer drittes ist. Ja, da kommt er. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, geh doch weg, Kennen, meine Fresse. Willst du da echt noch aufs Maul kriegen? Also manche Leute provozieren's. Ja, das ist jetzt gerade etwas zähflüssig praktisch. Und ich habe kein Life. Herzlichen Glückwunsch. Man kann hier jetzt nichts machen außer weggehen praktisch. Oder mir vielleicht einmal schnell blau holen. Dass ich dann irgendwie ein bisschen Mana kriege und natürlich auch ein bisschen Life. Ja, okay. Tünde mir auf der Top gekillt. Kennen auf der Botlane. Klingt so, als sei alles okay. Nein, Mann! Bam! Gibt's auf die Mütze. Wenn er so provozierend vor mir herläuft, lasse ich mir das nicht zweimal sagen. Was tust du da, verdammt Mädel? Komm schon! Ja, richtig nice, richtig nice. Also das ist ein Spiel, was mir praktisch so richtig schön zurecht liegt, praktisch. Ein Farm, der auch nicht schlecht ist, muss ich sagen.
Dann wollen wir mal sehen, dass wir den Dragon hier killen. Okay. Saint dive den Tower. Mit Erfolg sogar. Auch mal eine geile Sache. Und dann haben wir auch nochmal extra Kohle. Ja, Rengar ist natürlich richtig fies. Also richtig kleiner Bitch-Champ. So, richtig schön getroffen. Bam. Ja, Rampage. So gehört sich das. Komm, Diana. Komm her. Komm, komm. Aber manche Leute wollen es ja echt haben. LOL, unstoppable. Yeah, bitch. Also ich habe ungefähr 50% der Kills. Also es ist gerade ein richtig schönes Game. 2,9k. Davon kann man sich echt was Schönes kaufen. Geht weg, Mann. Das hat sowas von keinen Wert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich hier wieder hinterherkommen. Ach, meine Güte. Und dann heißt es, ich bin nur im Jungle. Ja, natürlich. Ach, je, was ist denn hier schon wieder los? Man hat hier auch keine Sekunde Ruhe irgendwie. Schade eigentlich. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Los. Mann, scheiße. Ja, das war dann doch etwas lebensmüde. Muss ich mir eingestehen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu versuchen. Aber ich habe jetzt auch schon Bloodthirster. Ist natürlich auch keine schlechte Wahl. Tja, Jenna wird jetzt gekillt. Wow, doch nicht. Ja, natürlich. 3 gegen Jenna und Syndra rennt Bottrum, wo schon der Tower weg ist. Äußerst weise. Entschuldigung. Ne, gucken wir, dass wir die jetzt mal ein bisschen kaputt gebasht kriegen hier. Ja, sein, du brauchst jetzt aber nicht da doof reinrennen. Das macht beim besten Willen keinen Sinn. Also ich habe hier ein ultra killgeiles und aggressives Team. Was zwar seine Sache im Großen und Ganzen gut macht, will ich einfach mal behaupten. Aber die Aggressivität echt scheiße ist. Bam! Noch einer weg. Double Kill. Das gefällt mir doch. Ja, das war sowas von klar, dass du uns jetzt versuchst, hier auszutricksen. Aber hier ist immerhin noch ein Rengar, der auch noch einen auf die Mütze will. Ja, wunderbar. Blitzschnell gesehen, blitzschnell gehandelt. Ja, da kann Jenna sich natürlich bewusst kaputt lachen. Ich meine, das sieht ja auch nice aus. Ja, und der Tower, der geht auch schon recht schnell down. Wobei ich fast auch, ja, ein, zwei Hits mehr, dann wäre ich wirklich weg gewesen. Aber jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr machen, außer mein Bloodthirst ein bisschen zu stacken. Vielleicht noch Atmas Fehler zu bauen und ja, ich glaube, dann läuft der Laden. Oder ein Schutzengel wäre wahrscheinlich auch eine schöne nervige Variante. Oh, ein Spot kommt gerade sehr viel Farm zusammen. Da will ich natürlich nicht failen.
indem ich mir das entgehen lasse. Ja, natürlich, Leute. Also jetzt natürlich äußerst weise. 2 gegen 5. Na, das war ja mal ja echt toll. Ja, Sainz strengt sich hier wirklich an, muss man sagen. Fast entkommt er auch noch selber. Er kommt, entkommt selber, ist ja mal richtig geil. Ja, Cannon, was soll die Scheiße jetzt, ehrlich gesagt? Okay, jetzt verstehe ich warum. War natürlich in gewisser Weise etwas Luck. Na warte, Daddy kommt schon. Nur Geduld. Na, okay, sie wollen nicht. Wollen wir mal sehen, dass wir noch schnell rot kriegen. Weil hier gimpen jetzt gerade echt schon alle im Jungle rum. Dum 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 dum. Ich habe das Gefühl, wir sind kurz davor, Baron Nesha zu versuchen. Also wahrscheinlich darüber jetzt ihre Chance sehen, uns kaputt zu machen. Alter, die Sindra, ne? Ich verstehe dieses Mädel nicht. Ja, zu zweit sieht's ja schon mal recht nice aus. Auch wenn es dann kein Finish wird. Ja, komm schon. Komm, 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 komm. Na, scheiße, das sollte mein Kill werden. Mein schwungvoller Hieb war schon so gut wie ausgeführt. Und dann kommt mir der kleine Cannon doch zuvor. Kleiner dreckiger Ninja, der. Komm schon. Rampage. Na komm, na komm, na komm. Auf die Mütze gibt es. Na, Sain kann es natürlich auch nicht töten, wenn ich daneben stehe. Tja, Mädel, läuft gerade etwas beschissen für dich, würde ich behaupten. Bam, unstoppable. Ein zweites Mal in diesem Match. Ja, das gegnerische Team geaced. Also jetzt würde ich einfach mal behaupten, jetzt ist der Sieg unabdingbar. Weil dafür sind wir jetzt schon recht gefeedet. Ja, wobei... Na, sie könnten noch was reißen, wenn wir jetzt einen Fehler machen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich noch nicht shoppen gegangen bin. Dann könnte das auch noch anderweitig aussehen. Truelias Reverie. Und sehr schönes Item als Supporter. Was versucht der da? Mich einfach so kaputt zu hauen? Geht ja mal gar nicht klar. Ach man, die Syndra. Ich glaub's ja wohl. Aber seht euch das mal wieder an. Das ist ja echt mal wieder ein gelungenes Spiel von ihr. Okay, Wenger lässt ab. Ja, komm schon. Komm in meine Richtung. Da habe ich richtig Spaß dran. Nein, ich will auch was vom Kuchen. Ach, scheiße, ihr seid doch alle Schweine. Ach, ich gehe jetzt mal shoppen. Sollen die machen, was sie wollen? Na komm, den Tower wird er wohl kaputt kriegen. Dum, dum, dum. Atmos Fehler, wunderbar.
sicher. Na komm schon, Riven. Ein Kill gönnen wir dir. So, komm schon. Na, als ob die mich jetzt kaputt kriegt hier. Ist doch mal wieder lachhaft. Und der nächste Tower, der fällt? Ja, richtig schön. Gegenwehr gleich 0. Kurz, ja. Ist nicht mehr zu lesen. Wollt ihr haben oder was? Nö, heute nicht theoretisch. Dem. Zwei, acht. So, jetzt könnten wir eigentlich mal auf die Idee kommen, die Gegner down zu pushen. Aber wirklich, verdient haben sie das Leben nicht. Da kommt schon Zeit, gib ihm! Ja, lol. Legendary, ja wunderbar. Sehr schön. Und dann wollen wir den Tower hier noch. Na, klappt das? Naja, ich glaube, das ist gerade echt egal hier. Wow, das war knapp. Das auch. Aber es macht Spaß. Oh, da hauen die Tauben mich aber wirklich weg. Ist das etwas knapp hier? Ja, aber solange die da beschäftigt sind, nutze ich das hier unten aus. La, ihr könnt mich nicht besiegen. Dann müsst ihr euch schon ein wenig mehr anstrengen.
Ja, Legendary. Double Kill. EPIA, sag ich nur. Und ich würde sagen, das war das Game. Na, okay, Diana ist nicht mutig genug. Und dann sage ich mal bis demnächst.